Aktuell arbeiten über 100 Personen an The Witcher 4. Ein kleines Update zu den Cyberpunk-Verkaufszahlen bleibt dafür auf jeden Fall am. Liebe Leute, mein Name ist Wagner. Auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open World RPGs wie The Witcher. Also gerne mit dem Abo mit dabei bleiben. Ja, ich habe euch versprochen, euch zu jeder Kleinigkeit zu The Witcher 4 auf dem Laufenden zu halten. Und so auch zu diesem Artikel von Twinfinite. Das nächste Witcher-Spiel ist ja bereits in Arbeit, haben wir schon geklärt. The Witcher 4 wird es vermutlich nicht heißen, das haben wir auch in diversen Videos schon geklärt. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch im Detail nicht mehr drauf eingehen. Aber es ist sehr, sehr spannend, was wir hier nochmal an Zahlen von Twinfinite geliefert bekommen. Also, CD Projekt Red hat hier nochmal veröffentlicht, wie sich die Cyberpunk-Verkaufszahlen im ersten Quartal verändert haben. Nach Patch 1.5. Patch 1.5, das war der große Cyberpunk-Patch mit diesen kleinen Gratis-DLCs, den weiteren Wohnungen, die du einrichten. Du könntest das Aussehen immerhin verändern von der Wohnung und dir diverse kaufen. Außerdem wurden viele Bugs gefixt und das hat sich sehr, sehr positiv geäußert, denn die Verkäufe haben sich etwa verdoppelt, würde ich mal sagen. Das kann sich sehen lassen. Vor allem für PlayStation und Xbox haben wir einen gigantischen Zuwachs von Verkäufen, während der PC da sogar etwas rückläufig ist. Aber das spricht für sich, dass die Konsolenspieler da wirklich das jetzt als Game für sich dann doch gesehen haben. Finde ich eine solide Sache. Bin mal sehr, sehr gespannt. Außerdem gibt es ja ein DLC und so weiter. Das wird super spannend und es wird jetzt hier ja noch eine Erweiterung geben, wie gesagt, steht es ja auch nochmal im Artikel. Das kommt dann später in diesem Jahr. Außerdem geht es ja um das neue Witcher-Spiel und das wird ja mit der Unreal Engine 5 entwickelt und das läuft wohl sehr, sehr gut. Aktuell ungefähr über 100 Entwickler sind daran beteiligt an diesem Projekt, an Witcher 4 und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die schon ganz gut vorlegen, schon mal die Grundsteine legen und dass dann später viele Leute die Feinheiten machen, das Feintuning. Ne? Viele Köche verderben den Brei, aber wenn es dann um so Level-Design-Sachen geht, die nicht mehr wirklich essentiell sind, sondern nur für die Immersion, irgendwelche Büsche verteilen oder sowas, Bugfixing, da macht das dann die große Mehrheit, während die Grundsteine wegweisend dann ein kleines Team legen. Und das haben wir hier aktuell in dieser Phase, befinden wir uns in dieser sehr frühen Phase von The Witcher 4. Und ich bin total aufgeregt und freue mich riesig auf das Game. Angeblich, wie gesagt, läuft es sehr, sehr gut mit der Unreal Engine 5. Ja, die arbeiten eng zusammen mit Epic. Wird übrigens kein Epic Store exklusives Spiel werden, zumindest aktuell nicht. Und es läuft wohl besser als mit der Red Engine. Ne? Das kann man auch daraus sehen, dass sie sehr fröhlich, sehr happy mit dem Projekt sind, sehr zufrieden damit und dass es eine sehr, sehr gute Effizienz gibt beim Entwickeln des Projekts. Ja. Effizienz ist die Dinge richtig tun, das heißt, hier geht es auf jeden Fall sehr, sehr schnell voran und vielleicht sogar schneller als gedacht. Vielleicht sehen wir ja das Spiel dann ein Jahr vorher oder so. Andererseits muss man natürlich sagen, es ist ein neues Tool, die Unreal Engine 5. Für die Entwickler bei CD Projekt. Muss man schauen. Ja, das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Den Financial Call, den hatten wir uns ja hier schon mal angesehen. Der wird hier auch nochmal in dem Artikel zitiert. Das ist jetzt nicht unbedingt so spannend. Da gab es ja erstmal einen Druckfehler, der hieß, dass hier die meisten Leute an einem neuen Projekt beteiligt sind. Das ist aber hier die Cyberpunk Expansion gewesen. So sehen wir es hier auch nochmal an der Stelle. Und Witcher 3 Next Gen Version wird jetzt ja auch entwickelt, CD Projekt intern, das war ja erst abgegeben. Die soll ja im vierten Quartal diesen Jahres kommen, das heißt zum Jahresende. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das dann irgendwie noch durchsetzen kann zwischen den ganzen Games. Ja, wird sich zeigen, beziehungsweise muss es sich eigentlich durchsetzen, ist ja eh ein Gratis-Update für die meisten da draußen, denn ich glaube, wir hatten 60 Millionen plus Verkäufer auf Witcher 3. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht mit The Witcher, denn es ist meine absolute Lieblingsmarke und neben Assassin's Creed und Star Wars würde ich vielleicht noch sagen, einfach eine coole Sache. Auch eine coole Sache
ist mein Sponsor und Partner EMP. Ich habe heute ein Valhalla, Assassin's Creed Valhalla Shirt von EMP an, aber die haben auch wunderbaren Witcher Merch und mit dem Code GAMING15 durchgeschrieben spart ihr 15%, ja? GAMING15 müsste auch unterm Video stehen und es gibt diverse coole Merchandise-Produkte bei EMP, unter anderem natürlich auch von The Witcher, nicht nur von The Witcher, sondern auch allgemein zu Gaming, ja. Elden Ring haben wir hier, Assassin's Creed, Cyberpunk ebenfalls. Ach cool, sogar Socken. Die Kategorie habe ich mir, glaube ich, noch nie angeguckt. Man findet immer noch mal was Neues. Sogar ein Weihnachtspulli, ja, das heißt für einen späten Vogel. Ihr wisst, Weihnachten ist immer. In diesem Sinne, so war es das jetzt aber wirklich von mir. Das waren ein paar Mini-News. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ich halte euch zu jedem kleinen Furz auf dem Laufenden, was Witcher 4 angeht, weil ich bin hyped. Macht's gut, Leute. Ciao und danke fürs dabei sein. Später, euer Stefan. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.